Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal in der amerikanischen Kampagne unterwegs und haben uns hier aufgebaut, tatsächlich, der Stadt Tacloban. Und genau, Freunde, dann würde ich sagen, wir haben uns hier schon eine ordentliche Armee aufgebaut, wie ihr hier seht. Bauen uns auch gerade noch weiter auf hier. Um den Gegner gleich einfach zu überrollen. Genau. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, machen wir das doch einfach mal. Wir haben ja hier vorne Bunker. Na, die können wir ja mit unseren geilen Artillerien platt machen. Genau. Und zack hier. Das geht direkt im Arsch, oder? Flieger kommen. Gehen wir da hoch. Genau. Sehr nice. Oh, da oben ist noch mehr. Guck mal. Ah, und kabim. Jawoll. So. Haben wir hier noch Flieger rumfliegen? Ja, hier haben wir einen. Sehr gut. Toll. 56 Sekunden. Das bringt ja gar nichts, diese Flugzeit. So. Und bumm. Sehr schön. Guck mal hier. Können wir alles mit unseren... können wir alles mit unseren Artillerien wegbomben. Bäh. Och, das kommt da schon wieder. Ah, die Bomber, die Bomber, die Bomber. Einen. Ah, verdammt. Der kann schießen. Okay. Der kann feuern. Okay. Hä? Was macht der denn da oben? Na ja, gut, okay. Ah, blöd. Lass die jetzt alle hier. So, dann komm du zurück und schieß auf den. So. Ah, sehr gut. Und abgeschossen, Kollege. So. Schön abgeschossen und wie ihr... Scoutet mal bitte weiter. Ganz genau, Freunde. Und ja, da würde ich sagen, können wir jetzt gleich einfach mal losmarschieren, würde ich sagen. Och man, diese Flugzeuge sind aber auch echt... was haben die denn für einen komischen Tank? Also wirklich mal, ja toll. Also wirklich mal, was haben die Flugzeuge für einen lächerlichen Tank? Kann man aber auch zu gar nichts gebrauchen, ey. Aber gut, Freunde, das soll uns nicht daran hindern, jetzt hier... What? Warum habe ich das denn nicht eben einfach gemacht hier? Die Bomber hier oben hingeschickt. Oh Mann. Ich Idiot. Naja gut, egal. Machen wir das doch einfach mal. Wir hatten doch hier auch so einen General dabei, oder? Auf Befehl, was ist das? Ah, genau, Leutnant General Krüger. Genau, Freunde. Dann würde ich sagen, reihen wir uns mal hier als Gruppe auf. Ach du Kacke. Okay. Das heißt aber auch... Oh, genau, sehr gut. Einfach reinballern, genau. Jawoll. Genau. Und was ist jetzt hier? Du nervst, Jung. Ey, der nervt wirklich. Der nervt wirklich, ey. Alter. Der Arzt, ja, heil die bitte. Heil die einfach hoch, genau. Die Bürger einfach hochheilen, Arzt. Bis da die Verstärkung ankommt. Ja, wunderbar. Ach du Scheiße, warum ist der denn so kaputt? Ihr könnt bitte auch mitkommen. So. Wir schießen uns hier durch. Alles klar. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das Let's Play von Empire Earth. Wie wir uns hier weiter aufbauen. Und hoffentlich auch bald mal verteidigen können. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Okay. So. Dann brauche ich einmal das neue Team 1. Könnt ihr mal weggehen, Flugzeuge? Danke. Ach, nein. Jetzt lass doch das Flugzeug raus. Verdammt. Okay.
dann ist das hier alles Team 1. Team 2 ist der General. Okay, dann schießt euch hier durch. Und los. Einfach mal gucken. Wir müssen uns ja hier nur durchschießen, ne? Sammelt euch da oben, Männer. Hier ist kein Urlaub mehr. Urlaub ist vorbei. So. Dafür habe ich bald wieder Urlaub, tatsächlich. Ja, Anfang Januar habe ich wieder Urlaub, Freunde. So, jetzt geht's los hier. Och, du Kacke. Artillerie. Boah, ist das... Oh, ist das krass. Puh. Vielleicht ein... Ach, du Heilige. Eine Landung an See. Ja, das ist... Was ist jetzt? Der General ist tot, oder was? Die Japaner sehen diese Straße als unpassierbar an, Sir. Ja? Handeln Sie wie ein Marinesoldat, Junge. Zeigen Sie ein bisschen Flexibilität und räumen Sie diese Straße. What? What? Okay, Artillerien. Bitte auf deren Artillerie. Ah ja, das ist natürlich jetzt... Verdammt. Das war ein Schuss in den Ofen, dieser Angriff. Oh Gott, alles weg. Alles weg. Boah, alles weg. Die Japaner sehen... Ja, okay. Sie können als alternative Route nach Ormok erweisen. Welche Straße denn? Jawohl. Jawohl. Wo denn, Freunde? Wo denn? Ah, die Straße, oder was? Die Straße. Ja, toll. Ich hab alles... Verdammt. Da oben hätte ich nicht so krass hingehen dürfen. Ja gut, aber wie kommen wir denn da hin? Ah, der Panzer hier. Ja gut, aber da kommen wir doch... Kommen wir da hin, sagt mal? Diese Straße... Das ist eine gute Frage, Freunde. Kommen wir da hin? Und hier ist ja alles gebirgig. Da kommen wir doch nicht hin. Oder ich muss einfach wieder jede Menge Artillerien bauen. Dann mach das mal. Wartet mal. Dann baue ich mal einfach noch so ein... General Krüger, der lebt noch. Cool. Ja gut, da müssen wir uns für die nächste Angriffswelle rüsten. Oh Mann, Freunde. Das ist ja krass. Das ist krass gewesen, tatsächlich, ja. Hm. Alles verloren. Ja, das ist, Wir werden angegriffen. So, wo werden wir jetzt wieder? Ah, Luftkämpfe. Okay, Luftkämpfe. Okay. Und tschüss. So, ich habe genug Luftabwehr. Verdammt nochmal. Okay, du gehst bitte... geht doch mal... Ja gut, egal. Okay, das heißt, wir müssen uns wieder aufbauen hier. Okay. Ah, Marinesoldaten. Maschinengewehre. Oh. Artillerie. Und Panzer brauchen wir gleich noch, ne? Panzer, genau. Panzer... 7 Bürger reichen nicht bei der Nahrung. So, schau dich das an. Der General ist bestimmt wieder so OP hier, kann das sein? Ja, 160 Schaden ist schon ordentlich. Fast so viel wie eine Artillerie. Aber ja, ich habe halt keine Ahnung, wo diese Straße hier sein soll. Da müssen wir hin, nach Ormok. Aber wie kommen wir auf diese Straße? Hier ist ja alles, abgewandelt. Oder ganz hier unten? Nee. Hier sind wir nur gelandet. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Bauen wir uns einfach eine neue Armee auf. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Empire Earth.
wie wir jetzt hier weiter die Japaner vertreiben. Genau. Die bösen Japaner. Und ja, erzählt mal, wie es euch so geht. Mir geht es gerade wieder sehr gut. Tatsächlich. An diesem... Ja, in dieser Sonntagnacht im Prinzip. Und genau, was ist jetzt hier wieder? Der versucht wieder hier irgendeinen Mist. Okay. Ach, der hat mal gefeuert. Ja, toll. Du bist beim Eisen. Warum eigentlich beide Ärzte hier? Einer reicht. So, da ist einer kaputt. Und einen bräuchte ich noch, um das Ding hier zu reparieren. Ganz genau, Freunde. Wir bauen uns einfach hier weiter unsere Panzer auf. Die haben noch einiges an Einheiten in der Produktionskette. Das ist sehr gut, Freunde. Und ja, Sonntagnacht. halb zwei. Ja, konnte nicht schlafen. Deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal Empire Earth aufnehmen? Das ist doch eine gute Idee. Alles klar. Aber jetzt frage ich mich allerdings echt. Unpassierbar. Welche Straße meint... Was ist denn überhaupt hier hinten? Witzig. Ja gut, Freunde. Das hier ist jetzt tatsächlich auch die vorletzte Mission der Kampagne. Oh, was ist das denn? LST-Transportschiffe. Wäre das eine Idee wert? Muss ich Eisen 100 Holz. Wäre das eine Idee, über die See zu gehen und nicht über Land? Weil das sieht schon echt heftig aus hier. Weiß ich nicht, also... könnte sein. Was ist da? Da kommt wieder Bomber. Da kommt wieder Bomber. Und tschüss. Weg damit. Zum Glück haben wir jetzt hier keine Angriffe mehr zu befürchten. Das ist aber auch immer kurz vor knapp hier, ne? Warum sind hier nur vier am Arbeiten? Ich meine, wir haben genug Gold gerade. Gehen wir bitte zum Holz. So, Freunde, dann kriegen wir mal ein bisschen mehr Gold rein hier. Oh, Panzer, weiter Panzer bauen. Die bauen noch, sehr gut. 8 Einheiten und hier kann ich auch mal wieder was. Genau. Haubitzen, richtig. So werden wir unser Holz los. Sollen wir echt einen Meerangriff wagen? Was ist, wenn die da hier alles verbarrikadiert haben? Ich schieße mich jetzt einfach hier weiter durch. Ich meine, so viel können die hier gar nicht mehr haben. Die haben hier hinter Artillerie. Ist okay, aber... so, 32. Ja, gut. Guck mal bitte für uns, was die hier noch haben. Haben wir hier echt nicht keine anderen... Ne, wir haben nur die P-51. 51er. Die haben aber auch so extrem wenig Flugzeit. Ne, das ist, Verbesserung nicht zugelassen. Ihr seid witzig, echt. Man kann doch nicht mal vernünftig scouten hier. Was ist denn das? So. Ne, man sieht nichts. Doch, da haben sie noch Artillerie stehen, okay. Man sieht nichts. Aber hey, Marinesoldaten brauchen wir noch. Nahrungsmittel Eisen. Aber wir haben so viel Gold, ne? Gold und Holz, ja. Nehmen wir mal ein paar PA-Geschütze mit. Der konnte tatsächlich abwerfen, okay. Interessant, Freunde. Das sieht geil aus. Es ruckelt irgendwie so ein bisschen manchmal, wenn es sehr viele Einheiten sind, ne? Wird das dann zu viel für das Spiel, oder was ist hier los? So. Alles klar. Dann reparieren. Wir brauchen alles, was wir hier kriegen können.
Guckt euch das an. So. Die Artillerie vom Gegner, die ist das Problem, ey. Wir brauchen echt eine Einheit. Mal eine Einheit oder so. Die dann scoutet für uns. Ich warte jetzt auch erstmal nochmal ab, bis alle Sachen fertig gebaut sind hier. Und dann gehen wir nochmal los. Ich meine, der kann jetzt gar nicht mehr so viel haben. Die Artillerie stelle ich mal zur Seite. So, dann General Krüger. Du bist schon da, okay. Habt ihr es bald? Ja, ihr habt es bald. Sehr gut. Das ist fertig. Hier kommt nichts mehr. Okay, sehr gut. Das sind die letzten Einheiten. Und ja, Versuch Nummer 2. Wir haben ja zum Glück genug Ressourcen hier. Warum seid ihr eigentlich so weit weg? Sammelt doch hier. Was macht ihr denn da? Hier oben ist doch jede Menge. So, wo jetzt wieder? Ah, Luftkämpfe. Ah, sehr gut. Wir haben hier zum Glück mehrere Flugzeuge. So. Sehr gut. Gold und Eisen. Alles klar. So, dann haben wir hier der Bomber. Boah, haben die eiskalt meine Bürgerin erschossen. Ihr Schweine. Ich wusste gar nicht, dass Japaner so unfreundlich sein können. Na gut, okay. Achtung. Hallo, ihr seid bitte auch mit Team 1, ja? Immer dieses Einheitenlimit. Schrecklich. Ich habe eine Idee. Wartet mal, Freunde. Ich mache das jetzt mal ganz geschickt hier. Ich lasse den General einfach mal ein bisschen rumlaufen da vorne. Dann können die Artillerien... Können die Artillerien? Genau, draufballern. Sehr gut. Genau so. Genau so, Freunde. So machen wir das. Schön mit Taktik. Schön mit Taktik. Alle auf den Turm, genau. Ach, der General ist wieder so OP. Guckt euch das an. Ah, nee, ist nicht, ist nicht. Okay, nein, nein, nein. Okay. Gut. Dann Artillerie. Obendrauf, los. Jawoll. So. Wo ist die Artillerie von ihm? Da hinten ist die Artillerie. So, und weg damit. Alter, jetzt kommt er mit Flugzeugen noch. Das ist aber gemein jetzt. Das ist aber jetzt echt gemein, du. Oh Gott. Ach, jetzt lass die doch mal in Ruhe. Blöde Flugzeuge. Ach, genau dagegen habe ich keine Waffe. Warum? Wir werden angegriffen. Ah, die Bomber. Okay. Puh. Habe ich keine Ärzte? Haben wir keine Ärzte dabei hier? Nö, tatsächlich nicht. Doch, wir haben hier einen Arzt. Hallo? Wo ist der? Ach, die sind ganz hinten. Ja, klar. Dann macht ihr ruhig ganz hinten. Aber gut, Freunde, nicht schlimm. Wir haben hier oben schon mal ein bisschen was hingekriegt. Ärzte, könnt ihr Dinge... ihr könnt Artillerie heilen. Bitte was? Wir werden angegriffen. Boah, das ist ja... Ist für geil, ey, echt. Och, ihr nervt. Die Flugzeuge nerven. Können die nichts anderes, ey. Könnt ihr nichts anderes außer Flugzeuge? So, Luftkämpfe. Unsere sind viel stärker. Ja. Ach, Fail. Ja gut, okay. Brauch mehr Jäger. Dann ist das halt so. Jawohl. Lass den mal. Artillerie mit nach vorne kommen. Los.
So, dann probieren wir es jetzt mal nochmal weiter hier Schritt für Schritt. So ein Loch hier reinzuschießen, ey. So. Wow. So. Nein, nicht du. Hier. Alter. Nee, 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 nee. Wartet mal. Bleibt mal hier zurück. Holy shit. Holy shit, Freunde. Das ist krass. Okay, wo sind die Ärzte? Kommt mal nach vorne und heil mal bitte den General. Ach, geht gar nicht. Lustig. Ihr seid witzig. Zwei Bomber wieder. Okay, der General kann nicht geheilt werden. Das ist problematisch. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Uff, das ist so viel Artillerie! Oh Gott, das ist so viel Artillerie da hinten, ey. Ah, verdammt. Jawohl! Sehr gut. So, ja klar! Oh Gott. Okay, raus da, raus da, raus da. Eieiei. Ja, toll, ich habe jetzt nichts mehr an Artillerie fast. Ich warte. Was habt ihr denn da? Fahrt ihr mal nach da oben, bitte? Was wird denn gebraucht? Einmal mit Profis arbeiten hier, ey, Mensch. Oder wartet mal, können wir nicht hier... Ah, ich habe eine Idee. Können wir den General nicht hier oben reinschicken? Alter, was? Okay. Nee, das geht nicht. Boah, die sind zu weit weg. Nee, das kannst du das können wir vergessen, Freunde. What? Ja, klar. Schieß bitte die Mauer kaputt. Oh, was ist das denn da oben? Da sind Einheiten da. Da ist ein Marinesoldat. Bots. So, wunderbar. Gut, dann müssen wir es anders angehen. Schieß bitte die Mauer kaputt. Das bringt ja gar nichts. Wo bleibt ihr? Wir werden angegriffen. Nein, nein. Nicht die Panzer. Ich brauche bitte die Haubitzen ganz vorne. Oh Gott. So, schieß die Mauer kaputt. Los. Genau, ihr macht da mehr Schaden. Genau. Kap M. So, wunderbar. What? Bomber. Ja. Oh Gott. Was zur... so die Artillerie. Boah. Okay, dann. Das heißt, dann können wir uns hier rein marschieren hier. So, Freunde, dann... Schlacht! Los geht's, der General zieht alles Feuer auf sich. So. Ach du. Diese Artillerie. Unnormal. Der General. Genau, der General macht die Artillerie kaputt. Dankeschön. Puh, ey. So. General, bitte weg, 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 weg. So. Okay, Freunde. Ah, wir haben jetzt auch hier die Verteidigung durchbrochen, tatsächlich. Sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Haben wir noch Ärzte? Wir haben einen Arzt noch. Okay, sehr schön. Komm mal bitte hier raus. Okay, da steht noch irgendwo Artillerie rum. Ja, klar. Bleib bitte hier vorne. Puh. Aber hey, das haben wir geschafft. Das ist schon mal gut. Wo werden wir jetzt wieder? Der hat einen Flakpanzer hier gestellt. Was soll das denn? Boah. Alter. Ja, gut. Dann muss ich halt einen Marinesoldaten hier hinschicken, der dann den Flakpanzer da kaputt macht, ey. Ganz dringend. What?
Jetzt kommt er wieder hier an. Angeschissen hier. So. Was? Der dumme General. Der dumme General. 1.45 Uhr, ja, das ist noch in Ordnung. Der dumme General, ey. Warum muss der immer nach vorne laufen? Gut, Freunde, nicht schlimm. Ich muss trotzdem hier die Folge beenden. Würde ich aber trotzdem mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal irgendwann ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie privat mal ein bisschen zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Und ja, bis hier weiter geht's weiter beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne?